Ich würde wirklich jetzt ins Wasser schmeißen, das würde auch ein Banger sein, ne? Nee, überhaupt nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von First Cast TV. Heute wieder mal ein Battle, was wir im Winter immer machen, das Köderfisch-Battle. Wecki gegen mich. Ich könnte die Sache eigentlich relativ schnell beenden, so. Aber machen wir jetzt mal nicht. Es gibt Regeln, und zwar haben wir ein Punktesystem. Jeder Hecht, den wir fangen, gibt einen Punkt. Jeder Hecht über 80 zwei Punkte, jeder Hecht über einen Meter drei Punkte. Und wenn der Fisch dann auch noch zusätzlich auf selbstgefangenen Köderfisch gefangen wurde, dann gibt es einen extra Punkt dazu. Für die selbstgefangenen Köderfische müssen wir jetzt nochmal schnell in Angel laden, denn wir brauchen Maden und Futter. Ja, und es gibt auch wie immer eine Bestrafung. Ja, ich habe wieder die neuesten TikTok-Trends aufgegriffen und habe die schärfsten Rahmen der Welt besorgt. Die gibt es in drei Schärfegraden, einmal scharf, zweimal scharf und das sind dreimal scharf. Ich glaube, die sind verdammt fies. Ich hasse scharfes Essen, aber los, komm, let's go. Faires Match, mein Freund. So, Wecki ist schon drin. Ich gehe jetzt auch einen Rüten vorbereiten. Eine kleine Sache noch in eigener Sache. Unsere neue Kollektion ist online. Hier, mein Lieblingspiece. Guck mal, nailspace.com findet ihr in der Videobeschreibung. Aber jetzt geht's los. Fismania. Köderfische holen. Heute schnelle Nummer. Wir brauchen Köderfische, wir brauchen Stippfutter und wir brauchen eine Zange und einen Eimer. Genau, wir haben nämlich noch ein paar Stippen von den letzten Folgen. Die haben wir in den Kommentaren auch gesehen. Die haben wir aufbewahrt. Und mehr brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben alles andere dabei. Köderfische sind direkt hier. Guck mal, hier sind ein paar Rotong. Also ich will so diese Meeresfische will ich nicht. Dass wir unterschiedliche Größen vielleicht nicht. Aber die Sache ist, wir arbeiten ja gegeneinander. Ich will dir gar nicht sagen, was wir brauchen. Hau ab, jeder kann sich seine eigenen Köderfische aussuchen. Das sind ganz schön Oschis. Es gibt ja drei Punkte mehr für einen Big Fish. Du kannst da bleiben, hier sind nicht die Frischen. Ey, die erste Packung habe ich schon, aber hier drüben sind noch ein paar andere. Nein, du kriegst aber hier nichts. Wenn das denn da fertig ist, dann werde ich mich da mal vergreifen. Hey, an der. Hier, du kannst die Güstern haben. Nee, ich will meine eigenen raussuchen. Halt alle Pfoten. So, ich habe auch meine Köderfische. Ich habe 7 Stück, 3 große und 4 bisschen kleinere. Oh, werden die gerade kalt. Wir brauchen einen Korb. So, Futter habe ich. Maden noch und dann haben wir es. Wecki macht deine Sachen hier rein. Aber nicht verwechseln. Ja, da oben sind meine Köderfische. Ja. Wir brauchen noch eine Lösezange. Ah ja, das ist wichtig, eine Lösezange. Wer hat die vergessen? Ja, genau. So, die Arterienklemme, die ist doch super. Damit kommen wir schön tief rein beim Hechtangeln. Die ist schön lang. Perfekt, ab in den Korb. Ja, das war das. So, war eine schnelle Nummer. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Es ist schon wieder 12. Ach so, haben wir ein Maßband? Hast du dabei? Klaro. Gott sei Dank. Weil wir müssen natürlich auch messen, wie groß die Fische sind, damit wir die Punkte machen. Erinnert euch, das blenden wir jetzt kurz mal ein. Wir hatten einen Wettkampf, Wecki und Alec gegen Flo und mich. Da ist was Lustiges passiert. Blenden wir jetzt ein. Oh, finally. Alec, good job, first point. Yes. Ah, fuck. We are so stupid. We didn't measure it. So, no. So it counts as 50. You know some good spots for dead bait fishing? We wanted to go to normally, you know. Yeah, but really good catches with dead bait. Small water. Wir greifen wieder Spots ab. Netzwerk erweitern. Ja, dafür sind Angelladen auch immer gut. Das sind Tipps. Genau. Deswegen geht öfter mal an Angelladen. Okay, thank you very much. I have to pay. I can try. Wollte ich gehen, ohne zu zahlen. Tschüss. Ja, so macht man das heutzutage. Kannst du mal versuchen, aber er war auf der Hut. So, das ging noch schnell. Schnelle Nummer heute. Und jetzt ab zum Spot. Zum Spot, Junge. Ich habe richtig Bock jetzt. Ne? Wir haben einen richtig coolen Spot im Angelladen abgegriffen. Und ich finde, es sieht hier richtig geil aus. Jetzt werden gleich die Routen bereit gemacht. Haben wir eine Lotblei dabei? Notblei? Notblei? Mit ein bisschen Glück in meinem. Das wäre gut. In der Kiste. Ey, mit so langen Dingern muss man echt aufpassen. Let's go, she said. Bist nicht so gewohnt, hä? Nee, so lange Dinger hat er nicht. Da habe ich extra fürs Deadbaiten eine Abhackmatte mitgenommen. Solange die noch nicht feucht ist, werde ich die vielleicht auch ab und an mal zweckentfremden für einen kurzen Nap. Das Ding ist richtig bequem, damit wir auch den Fisch schonend hier handeln können. Ich will es gar nicht sagen, aber wir sind, glaube ich, richtig gut vorbereitet. Team Chaos, irgendwas passiert heute noch. Wecki, du hast die Stippe. Nein! Warte mal, hast du das gefilmt? Ich hab die Stippe vergessen. Hast du nicht wirklich vergessen? Die ist in dem Futteral von der anderen Route. Alter.
hat er gerade noch gesagt, ist gut vorbereitet. Richtig gut vorbereitet. Hast du wirklich, ne? Ja, die sind, ich hab die in das Futteral von der dritten Ersatzrute rein. Oh Mann, ey. Vor einer Sekunde hat er noch gesagt, ich glaube, wir sind richtig gut vorbereitet. Das nervt dich jetzt, ey. Natürlich. Sind wir eh schon spät dran. Ja gut, dann gibt's halt einen Punkt nicht. Und zwar Köderfische selbst fangen. Oh Mann, das ist so nervig. Jetzt haben wir extra Maden und Futter geholt, ey. Vecki, Mann. Ich bin dafür, ein Punkt minus schon mal für Vecki. Vecki startet mit minus eins. Von groß im Laden noch angekündigt. Wir haben sogar unterstützen. Ich habe sie extra mitgenommen von zu Hause. Zwei Stück. Und habe sie in das Futteral von der dritten Rute reingepackt. Na, guck mal, wie weit es noch haut ist. Hier. 30 Minuten. Die haben wir nicht. Nee. Einmal mit Profis, heute aber nicht. Hier geht es ein bisschen runter. Hier an der Brücke, aber auch noch, ist vielleicht so tief hier, ist Winter, ob die jetzt ein bisschen tiefer stehen eher oder ob die jetzt hier flach stehen, das ist die Frage. Komm, ich probiere es hier erstmal flach, wenn Vecki da hinten fängt, schmeiße ich einfach auch dahin. Dustin hat sich gleich den Spot an der Brücke gesichert, deshalb bin ich jetzt hier in einem offenen Stück ein bisschen, bin noch am Ausloten, damit ich ein bisschen ein Gefühl dafür bekomme, wie die Struktur hier unter Wasser ist, die ist sehr unregelmäßig. Das ist wie so eine Art Rinne in der Mitte. So, bei mir geht's direkt los. Vecki kann gerne noch ein bisschen loten. Oh, ich krieg die Haken gar nicht rein. Oh. Muss mal ein bisschen schlucken lassen. So, ja. Okay. Sieht komisch aus. Aber fängt Fisch. Entschuldigung, Vecki. Ich fange den ersten, okay? Lass den jetzt hier schön so lang driften an der Kante und hoffe, dass dann ein hungriger Hecht kommt. Der schnuppert den, ne? Und dann gucken wir mal. Die Pose treibt da wunderschön. Gut sieht das aus. Dustin hat seine Rute schon im Rennen. Ich mache meine jetzt auch ready. Die Köderfische sind aber noch super fest, die sind steinhart noch. Ich hoffe, dass ich da irgendwie meine Haken reinbekomme. Boah, das ist gar nicht so einfach. So, ich hoffe, dass der so ganz gut im Wasser steht. Ich lasse den jetzt erstmal ein bisschen antauen im Wasser und dann checke ich den in 5 bis 10 Minuten nochmal und hake ihn vielleicht nochmal neu an. Der Wind ist ganz schön stark. Meine Pose wird schnell wegtreiben. So ein typischer Wecki-Spot wieder, ey. Nee, da ist eine Rinne. Ja? Hinter mir wird es wieder. Ja, da ist auch eine Rinne. So, Route im Rennen. Ist zwar ein Wettkampf, Vecki, aber ich hoffe, Hauptsache, wir fangen Fisch, Alter. Ja, ich wünsche dir auch viel Petri. Viel Petri? Viel Petri. Wünsche ich dir. Viel Petri. Ich wäre dafür, dass wir. Kennst du Petri noch? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Petri kennt. Oder irgendein Fußballspieler, ne? Nein, Petri. Du kennst ihn, oder? Nee. In einem Land vor unserer Zeit, Alter. Dieser kleine Vogel, Petri. Oh, ist das kalt. Was machen wir jetzt? Haben wir gar nichts zu tun. Ja, doch, wir müssen noch ein bisschen was besprechen im Auto. Ja, wir setzen uns kurz ins Auto. Das Gute ist, wenn wir im Auto sitzen, ich habe meine Pose immer im Blick. Das sind seine, ist hier schön versteckt hinterm Boot. Ich werde es auch gleich ändern. Ich werde aktiver fischen als der Vecki. Ich werde hier nicht drum rumsitzen. Ich werde immer hier und da mal gucken. Da war kein aktiver Hecht, vielleicht aber hier. Ich werde hier nicht lange den Köder an einem Spot lassen, da mal probieren, da mal probieren. Vielleicht die falsche Taktik, aber es ist eine Taktik. Oh. Kleiner Snack, kleine Stärkung, bevor es gleich mit dem Drillen losgeht. Ein paar Pistazien. Ich laufe jetzt mal immer weiter weg. Vecki angelt da hinten, da wir den Spot genannt bekommen haben. Aber da hinten sieht man, das ist eine kleine Brücke. Sieht super aus. So ganz wenig Platz, wo man eigentlich nicht durchfahren kann. Da vermute ich Fische. Da gehe ich jetzt hin. Das sieht doch super aus. Vielleicht dann noch ein bisschen runter pendeln lassen. Oh, oh, hier ist es sehr tief. Deutlich tiefer. Ein bisschen tiefer stellen. Vermutlich gehe ich auch gleich von der anderen Seite ran, weil dann kann ich ihn ein bisschen runter driften lassen auch.
Hier ist so 1,5 Meter tief, habe ich gerade mit der Route ausgelotet. Das ist der Vorteil, wenn man so lange Routen hat, kann man einfach mal gucken. Ich werde mich hier auf die andere Seite stellen, weil der Wind kommt von da und dann kann er schön den Köderfisch hier unter die Brücke driften lassen. So, kommt mal mit. Vorsicht, links, rechts gucken. Ich glaube, das könnte schon gut sein. Die einzige Sache ist natürlich, du siehst halt nicht, ne? So, weiter gehe ich aber von weg hier auch nicht weg. Aber hier mal kurz runter driften lassen. Leute, ihr wisst, wie es ist. In der Ruhe liegt die Kraft. Während das denn hier wieder die Ufer unsicher macht, vertraue ich auf meinen Spot und versüße mir hier die Wartezeit mit einem Tee. Oh, so ein warmer Tee tut immer gut an so einem kalten, windigen Wintertag. Und jetzt heißt es einfach abwarten. Ich habe volles Vertrauen in meinen Spot und da bringt es jetzt nichts, hier großartig rumzuturnen. War nüchst, obwohl ich mich echt angestrengt habe. Wie schaut's bei dir aus? Schlecht. Konntest du irgendwelche Erkenntnisse sammeln? Nee, außer dass da vorne einmal geraubt hat. Aber ich habe nicht erkannt, was war. Unter vorne ist die ganze Zeit so ein Haubentaucher gejagt mit kleinen Fischen im Maul. Okay. Und du? Nee, ich habe da hinten die Ecke mal ein bisschen ausgefischt. Bist du auf dem Grund? Hast du da schon mal... Jetzt liege ich auf dem Grund. Bleibst du draußen, weil ich muss kurz ein Telefonat führen. Ja. Flo war ich nämlich mit. Wie? Du willst den Flo mitnehmen? Ja, weg, ich muss ein Telefonat führen. Der will sich wieder irgendwelche Tipps holen. So. Oh, schön warm hier drin. Ich rufe ihn an. Diesmal liegen wir aber nicht die Nummer. Matze! Was denn? Ich bin gerade in einem Battle gegen Wecki. Und zwar muss ich mit dem Köderfisch was fangen. Ja. Wecki fischt Köderfisch, ich fische Köderfisch. Fühlst du die eher so aktiv oder eher auf dem Boden? Immer beides, Dustin. Ja. Eine lege ich an der heißen Stelle auf den Boden und die andere lasse ich driften. In der letzten Zeit habe ich aber besser auf dem Boden gefangen. Echt, ja? Doppeldrilling-System. Ich packe den einen immer in die Schwanzwurzel und den anderen in die Flanke. Ah, okay. Und dann lege ich die einfach auf den Boden. Okay. Und wie machst du es, wenn du ihn treiben lässt? Wie viel Zentimeter über dem Boden? Halben Meter. Ja, also das, die kommen schon ein Stück nach oben, ja. Ja, halben Meter ist ja nur nichts. Sonst bleibst du ja immer irgendwo hängen. Es gibt ja immer irgendwelche Erhebungen in den Poldern. Ja, ja, stimmt. Guck mal, hier, der schummelt schon. Guck mal. Der holt sich schon wieder Tipps. Wieder vom Matze. Leg ich sie auf den Boden. Das war der Tipp. Ich werde jetzt, ich kenne zwar nicht hier einen guten Spot, aber hier werden Fische sein. Also ich lege auf jeden Fall einfach jetzt mal auf den Boden, Schwanzwurzel eindrilling, der andere in die Flanke, gut ist. Okay, dann schöne Grüße an Moni. Ne? Und beim nächsten Mal machen wir es zusammen. Ciao, ciao. Naja, er hat gesagt, in letzter Zeit fängt er besser auf dem Boden. Deswegen, ey, Wecki hat einen Biss. Wecki, du hast einen Biss! Du hast einen Biss, 100%. Alter! Weg, 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 der ist weg, weg, der ist weg. Der gibt Schnur, gib Schnur. Jetzt ist er wieder oben. Junge, muss ich Wecki sagen, ob er einen Biss hat, ey. Mann, ey, du bist so ein Type. Und was Matze Koch gesagt hat, auf dem Boden. Wecki liegt auf dem Boden, ich drifte. Jetzt geht er runter. Okay, ich gebe ihm eine. Ja, häng. Ja, boah, das ist ein dicker Fisch, oder? Ein ganz kleiner. Geil. Matze Koch. Großer Fisch, oder? Das ist ein 80er. Scheiße, es gibt Punkte. Es gibt richtig Punkte. Wecki, soll ich einen verkeschern? Bitte ich nicht. Hab da noch eine Reverse mit dem Zander. Ja, Wecki, hier hin. Ich seh's nicht, Entschuldigung. Alter, der hat 80. Locker. Nach unten. Ich mach die Abwrackwarte fertig. Ja, 1-0 für den Wecki. Schade. Also, nee, 2-0 mindestens. Ein dicker Fisch. Und was Matze Koch gesagt hat, auf den Boden legen. Nee, das ist Snook. Das heißt ein Snook. Snook? Ja. Ja. Aus Holland. Nee, lassen wir immer wieder frei. Die Holländer sind einfach nett. Ich mach die Abwrackmatte ein bisschen nass. Ich bin auch ein Idiot. Ne? Sag ich Wecki noch, dass er einen Biss hat. Nichts mitgekriegt hat er. Aber ewig an einem Spot liegen lassen. So wie Matze Koch gesagt hat. So Leute, jetzt zeigen wir euch den schönen Fisch. Upsa. Boah, ist das ein geiler Fisch. Schöner Fisch. Ey, der hat so vielleicht sogar 90. Oder? Nee. Ende 80. Ah, ist ein dicker. Leute, schaut euch diesen geilen Deadbait-Fisch an.
Mega. Das ist definitiv der größte Hecht in dieser Saison für mich, in dieser noch jungen Saison. Hey, du hast ja auch zwei erst gefangen, Mann. Ja. Ah, ich freue mich so. Ich soll mich gar nicht freuen. Ich will mich nicht freuen. Du führst. Und zwar richtig gut, ey. Geil. Lass uns den kurz messen. Oh, den müssen wir noch weiter nach vorne legen. Oh, aber ich dachte schon, der hat keine 90. Weil nee, was hat aber er? Aber 86 knapp. Ja, stabile 85. Ist ja egal, ist ja zwei Punkte. Geil. Schön weggie. Und schnell nee, zurück, ja, wie in Holland typisch, oder? Ja. Yes! Leute, was ein Hammerfisch. Der darf wieder zurück. Wow. Yes. Geil. So kann es doch losgehen. Unsere Deadbait-Session wird anscheinend ein Erfolg. Hoffentlich fangen wir noch ein paar. Aber der Spot scheint schon mal gut zu sein. Ja, danke an den Jungen aus dem Angelland. Danke an den Jungen aus dem Angelland. Dann meinen persönlichen Bissanzeiger. Das sind schöne. Ja. Das Gute ist beim Hechtangeln oder beim Deadbait-Angeln, da kann man sich auch ein bisschen Zeit lassen. Da muss man nicht just in time reagieren. Also ich habe hier auf jeden Fall Chaos. Aber abgerissen hast du nicht, oder? Nee. Aber also werde ich jetzt auf jeden Fall Chaos abschneiden. Während Wecki hier den Fisch gefangen hat, hat sich durch den Wind meine Schnur irgendwie im Baum verhangen. Und es hat so verheddert, dass ich jetzt neu montieren muss. Bin ich also kurz aus dem Rennen, aber kein Problem. Ich muss nur aufholen. Wecki führt jetzt echt 2-0 mit einem geilen Fisch. Ich bin erstmal happy, dass wir überhaupt einen Fisch gefangen haben. Gibt ja Vertrauen in die Stelle und darin, dass wir, was wir machen, richtig machen. Ach, geil, ey. Jungs, ich freue mich. Ich mich auch. Aber natürlich freue ich mich umso mehr, wenn ich das Ding noch nach Hause bringe. Deswegen Gas geben. Ich muss jetzt einen Meter fangen, um erstmal aufzuholen. 90er sind 3 Punkte, ne? Ja. Ah, nee, gar nicht. Nee, Meter. Meter. Also auch ein 90er bringt mir nichts. Ich muss einen Meter fangen. So, wir sind wieder im Rennen. Köfi ist montiert. Legt den jetzt erstmal direkt wieder an die Erfolgsstelle. Vielleicht ist das eine Zugroute von den Hechten, man weiß es nicht. Boah, perfekt an der gleichen Stelle, als wäre er nie weg gewesen, der Schwimmer. Ich habe die Route ein bisschen tiefer eingestellt, dass er auf dem Grund liegt. Jetzt liegt er noch nicht auf dem Grund, aber er treibt jetzt gleich noch ein paar Zentimeter Richtung Ufer. Und dann bleibt er an der Kante hängen und dann liegt der Köderfisch genau am Grund. Wecki, ich habe eine kurze Frage. Ja? Kriege ich eigentlich 0,5 Punkte dafür, dass ich dir gesagt habe, dass du einen Biss hast? Oh, das will ich gar nicht. So will ich gar nicht gewinnen, mein Freund. Du bist ja auch gar nicht auf dem Weg zum Gewinnen. So, ich setze mich da rein, weil es hat Glück gebracht. Wollen Kopf weg. Kopf weg. Kopf weg, sonst Kopf weg. Routen liegen wieder beide. Und jetzt warten wir hier mal kurz im Warmen, ob hier noch was passiert. Wenn nicht, machen wir noch mal einen Spotwechsel, Dustin, oder? Ja, wo ich sagen muss, ich finde, hier gibt es noch ein paar Ecken, die spannend sind. Also hier in der Ecke zum Beispiel würde ich gerne noch mal meine Route danach reinlegen. Richtig nah ran. Oh nee, genau jetzt sehe ich meine Pose nicht mehr. Einen Zentimeter weiter nach vorne, sehe ich sie. So, jetzt geht's zum nächsten Spot. Gleiches Gewässer, andere Stelle. Kurze Fahrt, 3 Minuten. Und dann knallen wir hoffentlich noch ein paar raus hier. Kurz ausloten, ich werde wieder auf Grund angeln. Das hat vorhin sehr gut funktioniert. Deshalb ist es nicht so wichtig, dass meine Pose perfekt abgestimmt ist auf die tiefen Verhältnisse, aber das Blei muss natürlich am Grund liegen. Der Spot hier ist auch eine Empfehlung von dem Jungen aus dem Angelland. Sieht auch ziemlich gut aus, muss ich sagen. Ich feuer den mal da rein auf den Grund. Wecki hat sich hier die Brücke geschnappt, das ist natürlich optimal. Da hinten kann man auch noch hier am Schilf alles super aus. Also mal ein bisschen hier abangeln. Einen Nachteil hat der Spot, wir können uns hier nicht schön ins Auto setzen und entspannen. Hier müssen wir draußen in der Kälte stehen. Köderfisch ist montiert und ich lege meine Route direkt vor den Eingang der Brücke und lasse einfach jetzt hier meinen Köderfisch in die Tiefe. Ich habe ein gutes Gefühl, ist ein geiler Spot, finde ich, mit der Brücke. Vielleicht schwimmt ja einer zufällig durch diesen Durchgang und sieht meinen Köderfisch dann.
Ich habe ein Dixi-Klo entdeckt. Da werde ich jetzt mir mal ein Päuschen genehmigen. 15.20 Uhr, 2 Stunden haben wir noch. 2 Stunden brauche ich auch, ey, ich muss aufholen. So eine Niederlage hier mit 2-0, das kann ich mir nicht bieten lassen. Es ist so der Unterschied beim Spinnfischen. Beim Spinnfischen würde man jede heiße Ecke jetzt schnell abwerfen. Hier mit einer Köderfischroute, dann liegst du da und denkst, ah, ist da richtig? Jetzt liege ich auf dem Boden, jetzt überlege ich doch wieder, irgendwie doch treiben zu lassen. Naja, nicht so einfach. Wecki ist der Geilste, er guckt nicht mal auf seine. Doch, ich habe die gerade gecheckt. Ich habe auch was zum Snacken mitgebracht. Das. Wenn du gerade gecheckt hast, sage ich dir nicht, dass du einen Biss hast. Es nicht. Ja, wir probieren es jetzt hier nochmal 5 Minuten. Verzweiflungstat. So richtig gut sieht es nicht aus. Dann gucken wir woanders weiter. Ich muss mir irgendwas überlegen, wie ich noch Wecki schlagen kann. Man merkt schon, der Lange ist ein bisschen nervös. Der rennt schon wieder von einer Ecke zur anderen. Der kann die Pose nicht mal 2 Minuten an einer Stelle liegen lassen. Ich vertraue mal wieder hier auf meinen Spot und warte einfach ganz gemütlich, bis hoffentlich noch ein Biss kommt. Und in der Zwischenzeit haue ich mir noch ein bisschen den Magen voll. Jetzt kommt er schon wieder angelaufen. So, da kommt die Konkurrenz. Mal gucken, ob die schon was gefangen haben. Mehr als wir wahrscheinlich. Are you fishing for pike? But do you catch pike here? Ja? Yeah? In here? Nice. Ja, voll geil. Hier in Holland, ne? In Deutschland durfte es in dem Alter noch nicht auf Fisch angeln. Mega cool. Ja, ja, was Angeln betrifft, läuft hier einiges richtig. Cool. Leute, stellt euch mal vor, die Kids führen uns jetzt vor und fangen hier ein Hecht nach dem anderen, ey. Ich finde das gut. Das wäre eine Blamage für uns, aber ich würde mich auch freuen. Die fischen auf jeden Fall mit diesen Horse-Makrelen. Pferdemakrelen. Yes. If you show us how to catch a fish, I help you. You need to break it. Oh shit, yeah. If you want, I have other ones. Die Jungs haben nur eine Horse-Makrele. Ich schenke denen noch Rotfedern. Hoffentlich wollen die auch. You use this as well? You're welcome. Catch big ones. Also meine erste Angel habe ich mit 3 Jahren bekommen. Also mein Vater hat mich von Anfang an mit ans Wasser geschleppt. Aber ich glaube, dann so selbstständig geangelt, vielleicht so mit 5. Wecki, guck dir ganz genau an, wie die das machen. And you catch pike exactly here, here at this spot. Not there, here. Everywhere. What is your biggest pike? 88? 88. Yeah. And yours? Yeah, 60. 60? That's good. So, die Jungs haben jetzt auch eine Route im Rennen. Das schauen wir uns jetzt hier noch mal 15 Minuten an und dann machen wir vielleicht noch mal einen Spotwechsel. Boah, ist das trüb. Hä? Sau trüb. Ja, war schon immer so. Junge, es sieht geil aus. Guck mal, wie das Wasser hier durchdrückt. Haha! Wegginger, Junge. Hier werde ich so einen rauspfeffern. Jetzt sind wir hier mitten in der Baustelle. Normalerweise würden wir an so einem Spot nicht angeln, aber wir kennen den Spot. Wir haben hier schon mal 2 Hechte auf Deadbait gefangen. Deshalb geben wir dem jetzt noch mal eine Chance. Das ist der letzte Spot für heute und hoffentlich kommt noch ein Fisch. Aber erstmal wird jetzt hier in Ruhe ausgelotet. Dustin ist schon ein bisschen weiter als ich. Der hat gleich seinen Köder schon dran. So, ich bin auch bereit. Ich habe ihn jetzt mal anders montiert. Ich lasse ihn jetzt in der Strömung hier ein bisschen taumeln. Ich habe einen Biss. Kein Witz, glaube ich. Oder doch nicht? Jetzt habe ich, glaube ich, einen Biss. Jetzt nimmt er ihn scheinbar. Also entweder ich hänge jetzt am Boden oder ich habe einen Biss. Der schleift da seinen Köderfisch über den Grund und denkt, er hat Bisse in der Strömung. Nein, ich habe einen Biss. Der läuft, der läuft. Boden. Ich glaube, Boden. Wecki wieder nur am Tindern.
Dass der überhaupt einen Biss mitkriegt, hat er ja auch nicht. Wahnsinn. Ah, der hat jetzt ganz da hinten seine Pose platziert. Aber wenn jetzt die Baustelle hier gleich aufhört zu arbeiten, dann gehe ich mal auf die andere Seite und schaue mal, ob ich da vielleicht noch ein Hecht fangen kann. Weil es scheint so, als würden die endlich Feierabend machen und aufhören, Lärm zu machen. Eieieiei, die Zeit rennt. 17 Uhr, halbe Stunde Licht noch, ey. Mann. Und das Wasser ist mir ein bisschen trüb, muss ich sagen. Aber egal, wir haben hier schon Fische gefangen. Zwar auf Kunstköder hier, aber da haben wir auch zwei auf Köderfisch gefangen. Heißt, die Chance ist noch da. Ich habe noch nicht aufgegeben. Ich habe mich so gefreut, mal so ein Biss, wo die Po so runtergeht und so. Einmal heute. Ich lasse jetzt gerade mal hier meine Pose in die Schleuse reintreiben. Da ist aber so viel Verwirbelung und Strömung, dass die Pose dauernd untergeht und auch mal ganze Zeit einen Widerstand merkt. Von daher ist es ein bisschen schwer mit der Bisserkennung. Ich habe gerade eben schon zwei Köderfische versenkt, weil ich immer gedacht habe, ah, okay, da ist jetzt irgendwas. Aber das ist nur die starke Strömung. Und jetzt geht das dann natürlich dahin, wo ich hin wollte. Oh Mann, ja, kommt davon. Ja, könnt ihr euch an den Spot erinnern hier? Der war schon mal in der Folge drin. Da gab es wieder einen richtigen Wecki-Move. Und zwar hat Wecki den Spinnerbait einfach so gehalten. Wir haben uns unterhalten, gequatscht. Da hat er den Spinnerbait hochgenommen, kam Hecht, bumm, ist voll raufgeknallt. Hat er leider nicht gekriegt, aber typischer Weckinger wieder. Mal gucken. Deswegen platziere ich immer kurz meinen Köderfisch hier. Vielleicht geht ja was. Ganz ehrlich, wenn du gegen Wecki einen Wettkampf machst, guck doch mal, was er schon wieder macht. Hätte ich ihm das nicht gesagt vorhin, dass da ein Biss ist, hätte er ihn auch nicht gekriegt. Das ist ein Typ. Ja. Ist das? Deine Wecki? Okay, warte mal ganz kurz, wir haben Biss. Ich ruf dich nochmal an, ich melde mich gleich bei dir, ja? Ciao. Wieder Wecki. Ich muss ihm das zeigen, dass er einen Biss hat, Alter. Ja, ist noch dran. Ich gebe ihm eine. Ja, ey. Wecki, Alter. Kannst dich bei mir bedanken, aber heute mal. Oh, ist ein schöner Fisch, Dicker. Boah, Alter, das ist ein richtig dicker. Zieh. Kann keinen Druck machen. Oh, Wecki, wieder nicht mitbekommen, dass er einen Biss gekommen hat. Aber nicht so schlimm, jetzt hat er einen. Geiler Fisch, 90er, glaube ich. Nicht schlecht, ich bin gespannt. So, Dustin hält gerade den Fisch im Kescher. Ich habe schnell die Abpackmatte und das Meshertape geholt. Oh, was ein schönes Tier, Wecki. Oh, wunderschön. Leute. Schaut euch diesen fetten Abflussfisch an. Dustin hat mal wieder den Biss gesehen. Du hast gewonnen? Leider kann ich nicht anders sagen. Boah, das ist ein richtig geiler Deadhead-Fisch. Ja, und das ist der letzte Fisch jetzt. Ja, definitiv. Fast schon dunkel. Kurz vor knapp. Hat's noch geklappt. Schnell messen. Boah, wie geil. Und dann muss ich diese scharfe Kacke essen. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ich sag knapp 90. Aber ein fettes Vieh halt. Guck mal, der ist nicht wahr. Der ist genauso groß wie der letzte. Aber ja. Er ist einfach so unglaublich dick. Ja, 86. Dann schnell zurück mit dem guten Teil. Sehr gut, schöner Abschlussfisch. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg, Wecki. Rein hier. Hopp. Und zurück ins Wasser. Da schwimmt er schön. Ciao. Ja, klarer Verlierer heute. Naja, gut. Ich freue mich auf den Rahmen. Aber ich freue mich jetzt auch auf das Warme zu Hause. Hey! Darfst du nur genießen. Willst du einen Fischi? Wir haben eh noch genug jetzt. Hier, komm her. Mausi. So ein Feinschmecker oder was? Ja. Ja. Nach einem langen, anstrengenden Angeltag gibt es jetzt endlich was zu essen. Aber nur für Dustin, und zwar die schärfsten Rahmen der Welt. Ich habe es ein paar Mal auf TikTok gesehen. Ich bin sehr gespannt, wie scharf die sind. Und die werden wir jetzt zubereiten für Dustin. Und dann rufen wir ihn gleich dazu, wenn es lecker Nudeln gibt. Timer 5 Minuten. Ja, vorsichtig sein, dass wir ja nichts verschütten. Boah, die sieht auch schon aus, als würde es aus einem Atomkraftwerk kommen. Jetzt ganz schnell die Nudeln abgießen. Die Nudeln rein. Gründlich umrühren, damit auch die ganze Soße in die Nudel einzieht. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus, Flo, oder? Auf den Teller. Dustin, ja, Essen. Den Kamin anheizen.
Aber. Aber es war ja nicht der Plan, das ganze Ding zu essen. Nee, aber auch jetzt nicht nur so ein Mini-Gabelchen. Naja. So. Wer mich kennt, oh Mist, weiß, dass scharfes Essen für mich wirklich das Schlimmste ist, was es gibt. Scharf kann ich gar nicht. Mal sehen, wie krass das ist. Alter, kann ich nicht essen. Das ist wirklich geisteskrank. Glaube ich dir, aber muss. Geht nicht. Entschuldigung. Boah, ist das krass. Ich schwör's dir, ich bin raus auf dem Weg. Ich probiere so eine Gabel auf. Boah, ist das krass. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin da. Alter. Was ist denn hier? Das ist richtig krass. Ich probiere auch ein ganz kleines bisschen. Mach mal die Zunge ran und sag mir, ob du glaubst, dass es scharf. Boah, ja. Boah. Alter. Das ist alles tot. Boah, ist echt scharf. Ich brauche was zu trinken. Das ist viel schärfer, als ich gedacht hätte. Boah. Ja. Boah. Warum probiere ich denn auch was, ey? Wie blöd. Boah, ist das eklig. Das geht auch nicht weg, ne? Wie geht denn das weg? Was muss man da essen? Brot, ne? Milch, laktoseintolerant. Milch, komm jetzt einen Liter Milch rein. Es ist jetzt nicht, dass du stirbst, aber es ist ungenießbar. Wann geht das weg? Liken, kommentieren, abonnieren. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Sieg. Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, ciao.